die Welt von Star Fox. Futuristische Science-Fiction-Abenteuer, wo man Leute mit Stöcken haut und gelegentlich auch mal Fuchsdamen bei billiger Pornomusik unter den Lendenschurz gafft. Wow, war das ein Schuss in den Ofen. Die Star Fox-Lizenz ist ja mal sowas von tot. Das war's, die Review ist vorbei. Gibt's heute halt keinen Buchstaben S. Can't let you do that, Star Fox. Here they come! So muss ein Sci-Fi-Spiel starten. Eine fette Raumschlacht, auf beiden Seiten schwere Verluste, doch dann... Oh, oh, yeah! Willkommen zurück, Star Fox Team. Der Fuchs hat wieder seine professionelle Persönlichkeit und versucht nicht mehr zwanghaft lässig zu sein für die Kinder. Peppy hat sich aus der Action zurückgezogen, verbringt seinen Ruhestand aber würdevoll als Operator der Great Fox. Mrs. Furry Fanservice Crystal hat ihren Lederbikini gegen einen Raumanzug getauscht und Peppy als Fox Flügelmann oder eben Flügelfrau ersetzt. Slippy ist schön doof wie immer und Falco ist auch endlich mal wieder ein festes Mitglied, nachdem er ja dieses Spiel hier aussetzte. Ach ja, und er ist nach wie vor ein Stinkstiefel. Aber wer kämpft hier eigentlich? Nun, auf der einen Seite natürlich die stets nutzlose kornerianische Flotte, die ohne das Fuchsteam längst verloren wäre, und auf der anderen Seite die Hinterbliebenen des Imperiums von Andros Streitmacht. Die Sache ist nämlich die, Andros ist tot, aber deswegen verschwindet nicht gleich seine Armee, und die hat einen neuen Anführer, nämlich Andrew. Wer Andrew ist? Er war früher die Nummer 4 des Starworth-Teams, der nun einen kleinen Karriereschub erfahren hat, aber eben trotzdem nur ein Amateur gegen seinen Onkel ist, weshalb er ihn, wo es nur geht, zu imitieren versucht, was mir schon ein kleines Lächeln entlockt. Doch wer nun denkt, die Handlung drehe sich darum, den haben die Entwickler schön angeschmiert, denn das ist nur der Auftakt für eine völlig neue Bedrohung, in Form von Halbinsekten, Halbmaschinenwesen, den Aparoiden. Und fragt mich bloß nicht, was Aparoiden bedeuten soll. Ich schätze sowas wie Androiden, nur mit etwas mehr... Appa. Dabei handelt es sich um eine unbekannte Spezies, die nur ein Ziel kennt, andere Technologien und Lebewesen absorbieren, um zu wachsen. Nicht unbedingt neu die Idee, erinnerte mich direkt an die Replikatoren aus Stargate, aber man merkt schon, dass die Gefahr diesmal deutlich größer ist. Eine Sache, die ich sehr an diesem Spiel mag, ist, dass es ihm gelingt, einerseits seinen Wurzeln treu zu bleiben, aber auch andererseits neue Reize zu bieten. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Spiel starte, was ist das Erste, was passiert? Es dauert keine 10 Sekunden und ich muss Slippy retten. Nervig, zugegeben, aber anders würden wir es doch gar nicht wollen, oder? Die Rückkehr zu traditioneller Star Fox Shooter Action orientiert sich ebenfalls an Lylat Wars. Allerdings wird alles noch ein Stück erweitert. Zu den linearen Raumschiff-Leveln, bei denen sich immer vorwärts bewegt wird, kommen nun frei begehbare Areale, in denen bestimmte Missionen erfüllt werden müssen. Diese Abschnitte sind ziemlich groß und erfordern mitunter den Einsatz verschiedener Fahrzeuge, zwischen denen der Spieler jederzeit nach Belieben wechseln kann. Hat ein wenig was von Battlefield. Diese zwei Formen des Leveldesigns stehen im gesamten Spiel etwa in einem 50-50-Verhältnis. Mir persönlich sagen die Shooter-Abschnitte einen Tick mehr zu, aber die anderen sind auch nicht schlecht. Sie sind vor allem viel hektischer und adrenalinsteigernder, das kann ich euch versprechen. Die Gegnermassen können zum Teil schon fast erdrückend sein, dennoch darf man das Ziel der Mission nicht aus den Augen verlieren. Und zu allem Überfluss brauchen natürlich auch noch die Kumpanen ständig Unterstützung, also nichts wie in einer A-Wing, rumballern, schnell wieder landen und unten weiter rumballern. Ein erwähnenswerter Kritikpunkt ist hingegen der Schwierigkeitsgrad. Der einfache ist fast ein bisschen zu leicht, der normale dafür schon fast ein wenig zu schwer. Ich meine, er ist zu bewältigen, aber man darf sich auf einige neue Anläufe und Frustmomente einstellen. Dennoch, wer den richtigen Action-Overkill haben will, der greift zu normal. Auf schwer habe ich es nie gespielt und das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Es ist jedoch schön, dass der Anspruch wirklich so vom Design her gewollt ist und nicht durch eine unfaire Steuerung oder so zustande kommt. Das kann in solchen Spielen ja auch schnell mal passieren. Der Controller des GameCube wird ideal genutzt, es geht intuitiv von der Hand und nach kurzer Einspielphase hat man alles, was nötig ist, drauf. Die A-Wing-Abschnitte spielen sich quasi 1:1 wie auf dem N64, komplett mit Salti, Wendemanövern und der allseits beliebten Barrel Roll. Das macht gerade die Dogfights ziemlich intensiv, speziell wenn einem dieser elende Wolf mal wieder am Hacken klebt.
Kleine Makel hat das Gameplay dennoch. Es ist zwar schön, ein großes Waffenarsenal zu haben, aber dann sollte es die Möglichkeit geben, Wummen, die ich gerade nicht brauche, abzulegen. Besonders das Snipergewehr. Das ist nur in einer einzigen Mission wirklich nützlich. Ansonsten einfach nur hinderlich, wenn ich in wildem Schlachtengetümmel schnell eine bestimmte Waffe brauche und erst am Scharfschützengewehr oder den Granaten vorbeischalten muss. Überhaupt sind die besten Schießeisen die Uzi für kleine Feinde und der Raketenwerfer für die großen Brocken. Eine andere Sache ist die zweidimensionale Karte. Ist zwar in flachen Arealen recht nützlich, aber sobald mehrstöckige Gebäude gestürmt werden, kann die einen schon auf falsche Fährten führen. Soweit, wie sich die ganze Sache spielt. Aber nun zu den zwei Punkten, die für mich die interessantesten an Star Fox Assault sind. Die Charakterentwicklung und die ganze Stimmung, denn ja, beides durchaus erwähnenswert. Wobei die Charakterentwicklung sich im Grunde nur auf das Star-Wolf-Team bezieht, während die Truppe um den Fuchs ihre Rollen behalten. Irgendwie interessant, dass Nintendo mitbekommen hat, wie beliebt das ewige Rivalenteam ist, sodass sie alle viel größere Rollen bekommen haben. Naja, bis auf Leon, der einfach weiterhin der eiskalte Flügelmann von Starwolf bleibt und den Ruf eines Assassinen hat. Dennoch ist der Wolfs loyalste Kumpan, der Rest des Teams hat sich nämlich gespalten. Zum Beispiel die Nullnummer Andrew Oikony. Sehen wir der Sache ins Gesicht. Er ist der Vern des Teams, der Averell, der Raditz, der Gades, der Boromir, der Toad, der Toad. Der Toad. Ja, ich denke, das trifft's ganz gut. Du weißt, dass du nichts drauf hast, wenn dein Rivale Slippy ist. Und dennoch ist er der Fokus eines ganzen Levels, darf das Spiel eröffnen und zeigen, dass er höhere Ambitionen hat. Aber das ist noch nichts gegen Pigmas Rolle, was auch richtig so ist. Immerhin war es sein Verrat, der Fox Vater das Leben kostete. Wir erfahren, dass er aus dem Star-Wolf-Team verstoßen wurde aufgrund seiner unstillbaren Gier und seiner verräterischen Natur, was eine coole kleine Wendung ist, die sich sogar schon auf subtile Weise vorher ankündigt, wenn man mal die frischen Klauenspuren auf seinem Schädel betrachtet. Na jedenfalls verbringt man einen beachtlichen Teil des Spiels damit, das olle Schwein quer durchs Universum zu jagen, bis er in die Enge getrieben eine unheilvolle Allianz eingeht. Bleibt noch Mr. Wolf selbst, der große Rivale, das dunkle Spiegelbild, wie man es auch immer nennen mag, ihr kennt diese Sorte. Eigentlich sind sie sich ähnlich, sind ähnlich begabt, haben heimlich einen riesen Respekt füreinander und unterscheiden sich nur durch ihre moralischen Grundsätze. Schließlich gibt es dann den Moment, in dem sie ihre Differenzen beiseite schieben müssen, um gemeinsam einer größeren Gefahr Herr zu werden. Ich mag den Wolf. Ich weiß, er ist ein wandelndes Anime-Klischee, aber zumindest ist er ein cooles Klischee und nicht ganz unverdient ein Liebling der Fans. Ach ja, und dann ist da dieser Newcomer, ein gewisser Panther. Allow me to introduce myself. I am Panther, and all who see my roles meet death. Ja, hier kam gerade ein Funkspruch von Irwin Kenias rein, er fragt, warum er die Rolle nicht bekommen hat. Eben sprach ich noch von der Atmosphäre, die tatsächlich im Vergleich sehr viel dunkler wurde. Man sieht den Schaden, den dieser Konflikt in zivilen Gebieten anrichtet. Manche der Hauptfiguren werden schwer verletzt, andere lässt man sogar sterben. Natürlich gibt es auch helle, fröhliche Momente, aber dann wieder echt gruselige. Die ganze Pigma-Sache beeindruckt mich selbst heute noch. Im Übrigen hat Assault ähnlich wie Lilith Wars einen Splitscreen-Multiplayer, das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Zwar kein Kaufgrund, aber ein netter flotter Bonus zum gelungenen Hauptspiel. Was will ich also als Fazit sagen? Star Fox Assault wird sicher nicht in die Annalen der Geschichte eingehen oder Lilith Wars in Sachen Kult und Charme Konkurrenz machen, aber es hat alle Zutaten für ein gelungenes Videospiel. Die Handlung ist spannend, aber nicht so kompliziert, dass sie der Action im Weg stehen würde. Die Grafik ist sehr farbenfroh und schön anzusehen, ich konnte sogar hier und da nette Details entdecken, wie zum Beispiel ein Bild von Miss Piggy auf Pigmas Schiff. Der Soundtrack ist bombastisch und reißt mich jedes Mal förmlich mit und bringt den Spieler in die richtige heroische Stimmung, die man braucht, um Maschinenwesen über den Haufen zu ballern. Aber vor allem das Gameplay macht einfach nur Laune. Ich muss keine Kisten schieben oder Saurier-Eier beschützen, sondern dieses Spiel weiß, was es sein will und das ist ein Actionkracher. Ich würde Fox wirklich gerne endlich mal auf der Wii sehen. Der Ausflug auf den Handheld war zwar ganz nett, aber diese Lizenz gehört unter uns gesagt auf eine Konsole. Als Plot bitte ein Crossover mit Mr. Nuts, der in seinem Kampf gegen das Hühnerimperium Unterstützung braucht. Das wäre eine Sternstunde der Nerds. Und mit diesem fröhlichen Gedankenspiel endet der Buchstabe S und denkt immer daran: Star Wolf will take you down one day.